Hans Josefsson. Ja, Hans Josefsson ist wirklich ein ganz großer, einer, der lange Zeit verkannt geblieben ist, der aber in den letzten Jahren zum Glück, muss man sagen, jetzt endlich große Anerkennung genießt, große Ausstellungen hatte im Ausland. Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir Josefsson gewinnen konnten, hier mit einer seiner Skulpturen dabei zu sein, weil es mir eben auch wichtig war, eine Brücke zwischen, sage ich mal, dem alten Zürich in Anführungszeichen, dem neuen Zürich zu schlagen. Und Josefsson ist sozusagen ein Brückenbauer auch in der Kunst. Er baut eine Brücke zwischen einer figurativen, klassischen Kunst nahezu in eine zeitgenössische, abstrakte Kunst hinein. Und deswegen ist dieses Werk eben auch genau auf dieser Schnittstelle des alten Zürich und des neuen Zürichs angebracht, also auf diesem Viadukt, der seit kurzem renoviert ist und ein Fußweg drauf verläuft. Da haben wir sie angebracht, sozusagen zwischen dem genossenschaftlichen frühen 20. Jahrhundert Zürich und eben dem neuen, was sich dann auf der anderen Seite des Gleisbogens anschließt. Ist es eine klassische Josefsson-Skulptur? Eine ganz klassische, große, liegende. Und man muss noch dazu sagen, Josefsson ist wie alt? 92, 93, ja. Mhm.